nee, nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Post, dann sing ne, 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 ne. Schleim in mein Müsli. Sei nicht so gemein, Henry. Ich mag Schleim. Aber nicht beim Frühstück. Gib ihn mir. Aber ich nehme ihn mit in die Schule. Nein, tust du nicht. Aber ich muss etwas mitbringen, das wir vergraben können. Vergraben? Ja, wir machen eine Zeitkapsel. Eine Zeitkapsel? Was ist das? Das geht dich nichts an, Zwerg. Henry? In eine Zeitkapsel vergräbt man ganz persönliche Erinnerungen. Und jemand, der sie in der Zukunft findet, erfährt dann alles über dich. Nimm lieber was von deinen anderen Spielsachen. Nein! Ich will nichts von den anderen Sachen hergeben. Ich will meinen Schleim da reinlegen. Oh, ich will da ein Buch reinlegen mit Gedichten. Was für eine schöne Idee, Peter. Du bist ein guter Junge. Hör auf, deinen Bruder zu ärgern! Los, geh und zieh dich an. Und Henry, du nimmst den Schleim nicht mit in die Schule. Such dir irgendwas anderes für eure Zeitkapsel. Nein! Henry, beeil dich. Wir kommen zu spät. So, tschüss, Häschen, und schön brav sein. Dieser blöde Hase. Jetzt mach schon, Henry. Komm her, Häschen. Du kommst heute mit. Das ist unsere Zeitkapsel. Wer möchte als erstes etwas Besonderes hineinlegen? Laura? Ich hab Fußballschuhe, weil ich echt gut spielen kann. Hervorragend, Laura. Mein allerdickstes Lexikon. Mein Lieblingsrennwagen. Ich danke euch allen. Sehr gut. Henry, ich nehme an, du hast wie gewöhnlich wieder vergessen, etwas mitzubringen. Nein, Frau Streitaxt. Ich hab auch was. Ruhe! Danke, Henry. Leg es rein. Na los, rein damit, Henry. Folgt mir, Kinder. Schulkameraden sind füreinander da. Und wir lieben unsere Schule Jahr für Jahr. Aber das ist doch gar nicht wahr. In dieser Zeitkapsel befindet sich eine Nachricht für die Zukunft. Lauras Fußschweiß. Au! Seid jetzt bitte ruhig. Also dann graben wir ein Loch. Alle ab ins Klassenzimmer. Vergraben Sie sie, wenn der Regen aufhört. Papa! Was ist denn, Henry? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben, Papa? Ja, ich hol's dir gleich. Papa! Oh, was ist denn jetzt wieder? Ich kann mein Häschen nirgends finden. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Henry? Ich? Mein Hase ist weg, den sehe ich niemals im Leben wieder. Na komm, Peter, irgendwo muss er ja sein. Lass uns mal nach ihm suchen. Henry, weißt du, wo sein Hase ist? Nein! Naja, ich bin nicht ganz sicher. Henry, falls du jemals wieder Taschengeld haben willst, bringst du den Hasen lieber wieder zurück. Und zwar schleunigst. Auweia, dann muss ich wohl graben.
habe ich ja eine Ewigkeit. Außer ich finde jemand, der mir dabei hilft. Woher weißt du, dass hier ein Schatz vergraben ist? Aber das weiß doch jeder, oder Martin? Keine Ahnung. Wir werden bestimmt schwer reich. Und dann kaufe ich mir jeden Schokoriegel auf der Welt. Ich mir einen Fitnessraum. Hey Martin, schon was gefunden? Keine Ahnung. Henry! Hier unten ist irgendwas. Ich kaufe mir auch noch eine Segeljacht. Das ist eine dieser Zeitkapseln. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Auch kein Schatz? Rein gar nichts. Na los, graben wir weiter. Ich wette, hier lag überhaupt nie ein Schatz. Wie kommt es, dass die alle leer sind? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt heim. Na toll, vielen Dank, Henry. Da war überall nichts drin. Ich will mein Häschen. Wo kann es sein? Vielleicht haben ihn ja Aliens entführt. Ich will mein Häschen wieder haben. Henry, bring den Hasen wieder her, oder aber... Ich muss unbedingt rausfinden, was mit den Zeitkapseln passiert ist. Das ist es! Genau! Ja! Der schlaue Henry hat einen Plan. Das ist eine Schande! Falls einer von euch weiß, wer diese Randalierer waren, dann raus mit der Sprache! Ich wette, das waren die Jungs! Henry, nicht! Wir dürfen uns von denen nichts gefallen lassen. Henry. Nein, richtig. Wir sollten noch eine Zeitkapsel vergraben, damit sie sehen, dass wir nicht aufgeben. Ausgezeichnete Idee, Henry. Los, Kinder. Was hast du vor? Henry, du hast einen goldenen Stern verdient. Oh, vielen Dank. Vielleicht würden sich die Kinder in der Zukunft auch darüber freuen. Wie ungewöhnlich selbstlos du bist, Henry. Sehr schön. Gut, lasst uns die Kapsel gleich eingraben. Ja, Alf, du bist gut im Graben. Ich meine, wahrscheinlich bist du gut. Und dann müssen wir nur warten. Durch die Polizei. Sie sind verhaftet. Hey, bleib stehen. Wer bist du? Frau Sonderlich? Henry? Sie sind der Zeitkapseldieb? Nein. Naja, doch. Oh, das ist mir aber peinlich. Ich will mir von jedem Schüler, der auf meiner Schule war, ein Andenken aufheben. Haben Sie die anderen Kisten auch ausgegraben? Ja, es ist alles zu Hause auf meinem Speicher. So erinnere ich mich an euch alle. Sie hätten einfach ein Foto von uns machen können. Hör mal, Henry, wenn diese Geschichte irgendwie rauskommt, könnte das manchen etwas seltsam erscheinen. Henry, wissen deine Eltern, dass du noch so spät unterwegs bist? Na gut, ich verrate nichts, wenn sie nichts verraten. Versprochen? Versprochen. Aber ich muss das Häschen wieder haben. Einverstanden. Aber das heißt, dann habe ich nichts mehr, was mich an dich erinnert. Andererseits bist du wahrscheinlich das einzige Kind, an das ich mich nicht erinnern will und trotzdem nie vergessen werde. Damit kann ich leben. Häschen! Wo
warst du denn so lange? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben? Henry, hast du eine Ahnung, was das ist? Das ist mein Schleim. Oh je, das ist mein Schleim. Ja, und Frau Streitaxt hat ihn am Ort eines Verbrechens gefunden. Offenbar bist du an der Verwüstung des Schulgartens schuld. Also... Und es kostet eine ganze Menge, alles wieder neu anzupflanzen. Aber... Und das bedeutet, dein Taschengeld ist erstmal für sehr lange Zeit gestrichen.